Mein Interesse auf der Berliner Sicherheitskonferenz ist natürlich, die neuesten Sachstände zu erfahren, politisch, sicherheitspolitisch, militärisch, aber auch das Netzwerk zu pflegen und weiter zu flechten, was die Malteser in Deutschland brauchen, um ihrer Aufgabe gerecht zu werden. Ja, hallo, ich bin Generalleutnant Michael Vetter, der Abteilungsleiter für Cyber- und Informationstechnik im Bundesministerium der Verteidigung. BSC ist ein regelmäßiges Thema bei uns auf dem Kalender. Und unter anderem darf ich jetzt dann gleich ein Panel zum Thema Software-Defined Defense leiten. Wir sind ein mittelständisches deutsches Unternehmen, das sich um den Bereich Tarnung kümmert. Wir machen multispektrale Tarnung für viele Bereiche, von kleinen Kamerasystemen bis große Fahrzeuge. Wir haben ja auch die Bundeswehr schon unterstützt. Ja, ich bin der Oberst Stefan Salo. Ich bin der Kommandeur des ABC-Abwehrkommandos der Bundeswehr. Und ich leite hier ein Panel zum Thema ABC-Abwehr mit dem Titel Hope for the best or prepare for the worst. Das heißt, sollten wir hoffen, dass nichts passiert, oder sollten wir uns vorbereiten auf den Einsatz von biologischen, chemischen und atomaren Kampfstoffen? Wir sind hier auf der BSC, um einfach Kontakte zu knüpfen, auch direkt mit Ministerium, mit einfach Entscheidern, um einfach die Brisanz des Themas Tarnung wieder auf den Tagesordnungspunkt zu bringen. Denn man sieht es in der Ukraine, dass ohne Tarnung vor Drohnen man heute gar nicht mehr antreten muss. Die Berliner Sicherheitskonferenz ist für mich ein wichtiges Forum, um sowohl sicherheitspolitisch zu diskutieren und Erfahrungen zu sammeln, aber auch gerade im Austausch mit der Industrie die Diskussionen zu führen und immer wieder zu sehen, welche Produkte gibt es, wo arbeitet die Industrie, was bringt uns das, und natürlich auch zu sagen, was erwarte ich als Kommandeur des ABC-Abwehrkommandos von der Industrie. Mein Name ist Jörg Nürnberger, ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages und des Verteidigungsausschusses und insofern sehr interessiert an den neuesten sicherheitspolitischen Entwicklungen. Hier treffen sich sowohl Militärs als auch die Wirtschaft und politisch Verantwortliche und tauschen sich sehr intensiv aus. Das ist ein Mehrwert, den ich sehr schätze. Ich glaube, diese Konferenzen sind immer wichtig, weil sie eine ideale Plattform zum Netzwerken sind, weil man mit vergleichsweise wenig Aufwand viele Leute, mit denen man schon immer mal sprechen wollte und musste, treffen kann. Das ist, glaube ich, generell der Mehrwert solcher Veranstaltungen. Zweitens, dieses Panel gibt uns die Möglichkeit, auch unsere Themen einmal etwas ins Schaufenster zu stellen. Und den Impuls, den ich mitnehme, ist, dass wir eben den Sense of Urgency haben und uns tatsächlich in unseren Fähigkeiten schnell weiterentwickeln müssen, um erfolgreich auch in Zukunft abschrecken zu können. Der wichtigste Satz fiel im letzten Panel: Die Schwäche der Demokratie ist die Untätigkeit. Mein Fazit aus dieser Konferenz ist, alle Staaten um uns herum sind entschlossen zu handeln und auch wir sollten uns diesem Leitgedanken anschließen und etwas tun. Die Kernaussagen, die ich sowohl vom Generalinspekteur gestern als auch vom Admiral Stawitzki, unserem Abteilungsleiter Ausrüstung, gehört habe, ist, dass wir in einer Konsequenz momentan sind in dem Konflikt, den wir haben, wie er noch nie da war und auch im Kalten Krieg nicht da war. Und es umso wichtiger ist, dass wir uns gemeinsam zügig vorbereiten, um in der Abschreckung so signifikant zu sein, dass wir keinen Krieg führen müssen. Wie auf allen Konferenzen geht es natürlich um die Panels und die Inhalte, um neue Informationen, aber auch um das Networking mit der sogenannten sicherheitspolitischen Community. Da habe ich in den letzten zwei Tagen schon viel gelernt und viele neue Kontakte hinzugewonnen. The benefit of being here is that we have a lot of users and a lot of decision makers. We are trying to get out with a message what a UGV can provide for a safer place at the battlefield. And also that in Ukraine they are already using them. They are asking for hundreds of more. And we are trying to get funding from European countries. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns wirklich ehrlich machen müssen, dass es jetzt keine Ausreden mehr gibt und wir wirklich konsequent in unsere Verteidigung und Sicherheit investieren müssen und dass vieles, was bisher im bürokratischen Dschungel untergegangen ist, beiseite geräumt werden muss. Für die nächste BSC wünsche ich mir, dass wir an einem Punkt sind, an dem Deutschland seine Hausaufgaben gemacht hat, vor allem in institutioneller Hinsicht, nämlich einen nationalen Sicherheitsrat eingerichtet hat. Es ist deutlich geworden wiederum, dass das Militär sich vollkommen im Klaren ist, dass wirkungsvolle Verteidigung nur in einem Gesamtansatz eines Whole of Government oder Whole of Society, also eines gesamtgesellschaftlichen Ansatzes, möglich ist. Das heißt, es reicht nicht alleine, Streitkräfte kriegstüchtig zu machen, sondern auch der zivile Pfeiler im Wege der Gesamtverteidigung muss stehen. Die Bevölkerung muss geschützt werden in einem Krieg und sie muss vor allem vorbereitet werden, sowohl mental als auch praktisch.